Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück in Starbase. Es hat ein bisschen gedauert, jetzt sehen wir uns endlich im Spiel zum ersten Mal. Guten Tag, Herr Fleischhammer. Hallo, na? Wo ist er denn? Ach, da, bin hallo. Ja, oh, Entschuldigung. Pickaxe, Waffe. Du hast schon eine Pistole, habe ich gesehen. Ja, geil. Warte mal, darf ich mal was ausprobieren? Ja, mach mal. Tut mir leid. Und? Sieht nichts. Nee? Okay, krass. Muss das sein? Hörst du das? Hörst du das? Ist das animiert bei dir? Wie kann man denn schlagen? Wie geht das überhaupt? In der mittleren Maustaste. Oh, schön. Und? Das sieht richtig gut aus, ne? Die Animationen im Spiel sind super. Natürlich. Man sieht sich und kriegt direkt auf die Fresse. Das kann ja nur bei uns passieren. Ich finde übrigens, ich weiß nicht, ob ich genauso aussehe, aber ja. Du hast so eine schwarze Kampfweste an, nenne ich es jetzt einfach mal. Ist das bei mir auch? Wir sehen ungefähr gleich aus, ja. Du hast so ein. Wir sehen ziemlich gleich aus, ja. Das ist wie so eine taktische Weste oder sowas in der Art. Die sind so unheimlich detailliert, die Modelle, fällt mir jetzt gerade mal auf. Ja, stimmt. Krass. Okay, warte noch einmal. Au. Vor allem, wie die Hand erst so hinhält, weißt du, so dieses. Warte kurz. Und dann voll auf die 12. Ja, super, wir haben uns. Dein Raumschiff kann da nichts für. Also, das war einfach der Ausgleich. Wir haben uns endlich gesehen. Ich meine, ich habe so viele Folgen gemacht. Ich glaube, in Folge 2 oder 3 habe ich schon gesagt, ich hole mir den Fleischhammer dazu und. Ja, wie viele Folgen hast du denn jetzt schon? Welche Folge ist denn mit jetzt? Ich glaube 4 oder 5 habe ich. Hm? Hast ja gestern, hast ja noch ein bisschen gearbeitet. Nee, nee, das war der erste Tag, habe ich 3 und gestern, nee, 4 habe ich gemacht. 4 müssen es so, sein. Stimmt, ja. 4 Folgen habe ich gemacht, ja. Aber zeig mal deine Waffe, das wäre dann mein Screenshot für diese Folge. Ja, hier. Warte mal, muss ich nur ins Licht. Dreh dich mal bitte andersrum, also dass du hinten nach hinten zielst. So lang? Genau, ja. Dann habe ich nämlich Licht von der anderen Seite. Ah ja, okay. Boah, die sieht schon. Also die Modelle der Waffen, wir waren ja gestern, war ich mal ganz kurz im Auktionshaus und da sieht man ja die ganzen Waffen, die es später gibt, ne? Und das sieht schon richtig gut aus. Also die sind schon sehr detailliert. Also wenn man sich jetzt hier die hier anguckt, jawohl, boah, das ist so ein Moondye-Screenshot. Liebe Grüße an Daniel. Das ist so ein cool. Ich finde die Waffenmodelle unheimlich cool. Wir haben uns ja gestern, glaube ich, im Stream hatte ich ja die Modelle gezeigt, die es noch gibt. Da bin ich echt gespannt. Also der Detailreichtum an dem Spiel ist echt krass. Auch wenn die Raumschiffe alle krass sind, grau sind, sieht das wirklich toll aus, ja. Ja, was haben wir vor? Das Spiel ist halt sehr offen und ich habe schon gerade gesagt, dass es unheimlich schwer ist, hier so Folgen aufzunehmen, weil man halt nicht wirklich ein Ziel hat. Wir haben ein großes Unternehmen, eine große Company, die Synapsen. Mit mittlerweile 82 Mitgliedern. Also ich glaube, wir haben gerade gesagt, das ist, glaube ich, das Spiel mit den meisten Mitgliedern. Und viele Leute haben sich es gekauft und spielen jetzt hier zusammen. Wir haben noch kein großes gemeinsames Projekt, aber das kommt vielleicht noch. Ja, und das ist dein Raumschiff hier mit Fenstern. Hast du mal testweise dran gebastelt? Ja, einfach mal so ein bisschen ausprobieren. Ja, klar, cool. Und wir hatten hier irgendwo, wo war das Raumschiff von dem, was begehbar war? Ist das noch da? Von einem hier? Cool war es nicht. Wer war denn das eben? Irgendjemand war doch gerade hier und hat. Ist das hier dieser Kasten? Das hier müsste sein, oder? Ja, das ist es ja. Machen wir kurz Interface an. Wer war das? Lord BLN. Hier, mit Tür. Lord, kannst du vielleicht mal deine Tür aufmachen? Ich habe keine Rechte, glaube ich, bei dem Raumschiff. Kannst du mal kurz hier die Tür öffnen, damit wir es mal sehen. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich nichts Besonderes und wenn wir viele Stunden hier in dem Spiel noch verbracht haben. Aber ich finde es trotzdem cool. Ich orientiere mich mal kurz so. Also hier mit Türen an der Seite, hier ist leider noch ein Loch drin, das hat Gründe, weil da gab es Fehler. Und mit 8 Kammern für neue Energiestäbe, wie heißen die nochmal? Fuel Rods? Fuel Rods, genau. Die kann ich mittlerweile, habe ich jetzt erforscht. Habt ihr vielleicht in der letzten Folge gesehen, mit K hat man ja den Forschungsbaum. Und hier oben unter Basic habe ich mich mittlerweile runtergeforscht, bis hier diese Fuel Rods kommen. Erst dann kann man die auffüllen. Und zwar mit so einem Erz, das ist hier so, wie heißt das? Nurgit-Kristall. So ein grüner Kristall, sieht aus wie Jade, wenn man den abbaut. Damit geht es eigentlich ziemlich gut. Ja. Cool, was haben wir vor? Wir wollen einen zweiten Sitz aufs Raumschiff zimmern, ne? So haben wir gesagt. Zumindest die Idee, ja. So war die Idee, dass wir hier mal ein bisschen was zeigen, was man noch machen kann. Und dazu müssen wir nicht viel machen. Einen zweiten Sitz kann ich schon, den habe ich ja schon erforscht. Soll ich mal versuchen, bei mir einen neuen drauf zu basteln? Ja, probier doch einfach mal, ja. Okay, warte mal. Muss mich nur erstmal wieder orientieren, weil im Moment stehe ich noch im Kopf.
Zip. So. Und ich würde den versuchen dann, ich baue den einfach über mich. Wir sind ja eh noch offen im Moment. So, Baumodus. Ach nee, ich muss mit dem Schiff unten reinfliegen, ne? In die Halle. Ich glaube auch, du musst da hier. Ich kann, weil ich habe die Werkbank jetzt hier hinten reingeschraubt aufs Schiffchen. Damit kann ich zwar Sachen produzieren, aber ich kann nichts wirklich bauen, oder? Ne, ich probiere mal, warte mal. Guck mal. Das war H. Genau, und ich baue jetzt hier einen Sitz. Ein Pilot Chair. Aber wo montiere ich den denn drauf? Der hat ja gar keinen Sockel. Probieren wir mal die 6. Ah, ich muss das Montageding in die Hand, ne? Da, und jetzt die 6. Nee, ich muss anscheinend unten rein. Muss in die Lagerhalle fliegen. Oh Gott. Naja, dann, Du kannst eigentlich das Schiff irgendwie despawnen und dann. Ja, ich würde jetzt versuchen, da unten reinzufliegen. Ich habe mir die Steuerung überlegt, da sollte ja nicht schief gehen. Glaube ich. Warte kurz. Ich versuche mal schnell in den Easy-Build zu fliegen. Sprach's und crashte. Gar kein Problem für mich. Ich bin mittlerweile Profi-Pilot. Kommst du jetzt gut klar mit dem Fliegen? Ich habe mir die Steuerung nämlich komplett umgelegt, damit ich so ein bisschen... Ja, geht eigentlich, ja. Ja. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. So, ich versuche mal hier einzuparken. Sharpie gehört auch zur Crew. Der fliegt hier vor mir rein. Er hat anscheinend auch noch ein bisschen Umbaumaßnahmen vor. Zum Glück ist das Ganze instanziert. So. Noch ist Sharpie vor mir, aber gleich, wenn ich hier reinfliege, ist Sharpie nicht mehr hinter mir. Vor mir. Doch, er war noch da. Naja, gut. Sorry. Leichte Parkrempler. So. Und noch ein Stück vor. Okay, passt. Generator aus. Aus dem Sitz raus. Und ab in den Easy-Build-Mode muss man, ne? Das war Punkt. Punkt. Exit Seat, enter the Easy-Build-Mode. Must in stationary. Ah, jetzt. Jetzt haben wir es im Easy-Build-Mode. Wird das auch so ein bisschen zentriert, daran erkennt man das. Und jetzt nehmen wir uns das Nageltool. Das ist die 4. Und den Sitz auf die 6. Also ich setze dich jetzt mal direkt hinter den Thruster. Einfach probieren, ob das so funktioniert. Oder soll ich dich, warte mal, ich probiere dich mal hinter meinen Sitz zu setzen oder neben mich. Also ich könnte den Sitz neben mich machen, das würde gehen. Echt? Ja. Ja, mach. Sogar anscheinend auf die Lüftungsgitter, aber da weiß ich nicht, wie es mit der Thermik ist. Dann setze ich dich jetzt auf die Seite. Ja. Auf, wo willst du hin, auf meine linke oder meine rechte? Ist mir völlig egal. Ja, so politisch und so weiter, muss man ja ein Statement setzen, ne? Wenn ich auf die rechte Seite sitze, sagen die Zuschauer wieder, ah, hab ich mir schon gedacht, beim Fleisch am Brandenburg. Ehrlich jetzt? Das meinst du? Weil der Sitz da ist? Okay. Okay, ich habe ihn gesetzt. So, im Easy-Build-Mode muss man ja auch nichts festtackern. Okay. Also ich weiß nicht, ob der da hält, weil der sitzt wirklich nur mit der... Wir probieren es einfach. Easy-Build-Mode aus. So. Dann fliege ich mal hier raus. Mal gucken, ob er stehen bleibt oder... Generator an. Okay, der Sitz ist weg. Warten Sie, ich fliege gerade wieder zurück. Sitz, komm mit rein. Sitz! Ach, ist abgeschmiert, der Sitz. Jetzt wissen wir, wie das mit dem Schrott zum Teil... Na gut. Nein, der ist nicht fest. Der Sitz liegt neben dran. Oh Mann, ey. Ich wusste es. Aber nicht schlecht. Wo ist der Sitz hin? Liegt er noch draußen? Hat ihn sich schon jemand geholt? Bist du der Sitz? Bist du mein Sitz? Du bist mein Sitz. Warte. Okay, warte, ich bring dich rein, Sitz. Was ein Scheiß. Ja, wie, ich habe keine Ahnung. Was macht man jetzt? Wie MP, nimm ihn ins Inventar wieder. Ja, den habe ich. Das ist nicht das Problem. Aber. Ja, dann musst du ihn anbauen und dann anschrauben, oder nicht? Probier doch mal so. Anbolzen. Er hat Bolzpunkte auf jeden Fall, so wie es aussieht. Er hat Bolzpunkte, aber wieso hat er das denn nicht gezeigt? Okay, ich probiere nochmal. Also 4, 6,
Steht, er sitzt da. Ich denke so neben mir, wieso ist der Sitz jetzt nicht mehr da, so ein Scheiß. So. Mach mal Licht an, damit wir was sehen. Also ich sehe keine Bolzpunkte, der schwebt so im Freien. Ja, muss noch irgendeine Konsole geben. Der sitzt noch eine Halterung zu haben, weiter rechts im Menü. Okay, warte, dann gucken wir nochmal ins Menü. Ach, stimmt. Ach, das ist die Sitzkonsole. Wieso kann ich die nicht herstellen? Weil? Requires basic crafting bench. Hö, die habe ich doch hier. Bin doch hier, warte kurz, dann gehe ich nochmal ins Heck. So. Ah ja. So, gleich haben wir den Sitz auch montiert. Wie im wahren Leben, da musst du ja auch Sitzschienen kaufen. Wenn du bei Recaro einen Sitz kaufst, kannst du ja auch nicht sagen, werfe ich so ins Auto. Ja, sagen die, kannst du machen, ist aber doof. wie baut man den denn wieder ab? Den Sitz ran. Ah, jetzt habe ich ihn. So. Sitzschiene. So lernen wir hier Stück für Stück dazu. Die Sitzschiene mit der 8. Und die machen wir jetzt möglichst weit hinten. Zack. Und dann hast du gesagt, man kann das Knee-Tool kann man einfach festhalten, gedrückt halten. Dann macht er überall Nieten rein, wo es notwendig ist. Genau. Beziehungsweise er macht einfach Nieten. Ach, der macht schon Nieten. Ja, das ist ja, wir sind ja im Easy-Build-Mode, habe ich total vergessen, ja. So. Und jetzt? Wann rastet der hier ein auf den Sitz? Wenn ich ausraste, oder was? Ja, der snappt nicht. Ah, jetzt. Ist klar. Ja, das scheint passiert zu sein. So, bist du jetzt Festsitz? Bin mir noch nicht ganz sicher. So. Easy Tool raus. F. Wir haben ja die Folge, die Sache mit dem Sitz. Der ist jetzt blau umrandet. Hat das irgendwas zu heißen? Ist der jetzt fest? Ich habe keine Ahnung. Kann der Chat das sagen? Weiß ja jemand, ob das Ding... Sieht so lila umrandet aus. Festbolzen noch. Aber ich dachte, im Easy-Build-Mund brauchen wir das nicht. Aber wo sind denn hier die Nieten? Wo tacker ich das Ding dann an der Sitzschale fest? Muss ich das durch den Sitz? Die orangenen Kästchen. Ja, aber die... Die hier oder was? Mhm. Nee, muss ich nicht. Ich glaube, im Easy-Build-Mund muss ich noch nie was festtackern. Da, wo ein Kreis ist. Nee. Oder nicht? Nee, scheint schon... Ah, muss ja, okay. Gebolzt werden, heißt es. Also das Ding ist grün, das zeigt ja wahrscheinlich die Integrität an. Aber der Sitz ist noch nicht fest, so wie es aussieht. Der ist schon fest, gell? Hätte ich mich auch gesagt. Wir probieren es einfach aus. Wir fliegen jetzt einfach hier raus. Und dann sehen wir. So kann ich nicht... Boah, Alter, da hat jemand... Alter, hat jemand da eine Rakete gebaut. Wow. So, Sitz. Bist du noch neben mir, wenn ich jetzt hier starte? Okay, Generator ist an. Hallo? Spiel hängt. Abgestürzt? Das wäre der erste Absturz, den ich je hatte. Bist du noch da? Ich höre dich, ja. Bei mir hat sich anscheinend gerade das Spiel verabschiedet. Der Sitz hat das Spiel gekillt. Das Spiel hat das. Ja, okay. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Jo, da hat es einen kleinen Crash gegeben. Als ich rausfliegen wollte, weil der Sitz nicht richtig fest war. Herr Fleischhammer, Sie sitzen jetzt auf dem Dach. Ich habe davon gehört, ja. Ja. Die Gerüchte sind wahr. Also ich musste erst die Schiene montieren. Der Easy-Build-Mode scheint anscheinend noch ein bisschen problematisch derzeit zu sein. Deswegen gab es auch diesen Absturz. Und ich habe das jetzt praktisch alles händisch montiert. Wenn man dann hier grün sieht, kann man einfach die linke Maustaste gedrückt halten. Und haut da an den Stellen, wo eine Niete notwendig ist, haut da eine Niete rein. Ja. Auf jeden Fall sitzt er jetzt auf dem Dach. Komm jetzt mal zu dir. Du bist im Aktionshaus, ne? Du bist am Shoppen, hast du gesagt. Ich bin im Marketplace, ja. Ich suche das, wo man shoppen kann. So sieht's aus. Ja gut, wo man shoppen kann, kann ich hier nicht sagen, aber ich kann... Wow, da hat aber jemand nah geparkt. So sieht übrigens ein Schiff aus, was nicht geladen ist. Wie? Ja, so. Wie, als wäre es aus Pappmaché. Ist der Sitz noch da? Warte mal, ich muss gucken, ob der Sitz noch drauf ist. Der Sitz ist noch drauf. Also ich habe anscheinend richtig getackert. So, ich komme jetzt zum Store. Können wir uns das mal gemeinsam angucken? Ich habe wieder den Generator ausgelassen.
Jedes Mal das Sparbrötchen macht einen Generator aus und wundert sich dann, dass er nicht fliegen kann. Dass er dann Batterien direkt leer sind. Genau. Was mache ich denn jetzt? Wo kann man hier kaufen, Mann? Das ist komisch. Hm. Okay, jetzt müsste es gehen. Also ich habe nur gesehen, wo der Aussteller ist in diesem Shop. Ja, genau, in den Aussteller. Aber der Aussteller kannst du ja nichts, da kannst du gar nichts kaufen. Nö. So, ich lande mal kurz die Hütte hier und dann können wir mal zusammen gucken, ob wir das rausfinden, wo man was kaufen kann. Oh, ein bisschen langsam beim Anflug, sonst gibt es wieder einen Parkrempler. Aber ich bin schon mal froh, dass du da bist. Bin ich hier nicht alleine. Das ist schön. Also ist ja nicht so alleine, wir haben ja hier mehrere Synapsen, aber... 100. So, du kommst, sehe ich. Ah, jetzt habe ich mich hier oben rein teleportiert. Ja. So, ich steig mal aus. Mal meinen Generator kurz ausmachen. Entweder despawnt die Geschichte jetzt von alleine oder ich muss dann halt nochmal rufen, aber ist ja gar kein Problem. Ich weiß gar nicht, ob ich in den Aufnahmen schon gezeigt habe, wo man tankt, aber im Moment ist mein Tank voll, also müsst ihr später mal zeigen, weil es hat jemand in den Kommentaren geschrieben, man könnte das Ding ja nicht tanken, aber das geht eigentlich ganz gut. So, guten Tag, Grüße. Hallo. Greetings, Earthling. Beep, beep, beep. Guck mal, siehst du da oben? Siehst du, wie schön der Sitz positioniert ist? Tatsächlich sehe ich dein Schiff gar nicht. Ah, weil den der... Achso, komm mal hier rein. Siehst du es vielleicht, wenn du hier reinkommst? Wir müssen in eine Gruppe... Wo bist du denn jetzt? Ich bin jetzt hier reingelaufen. Nee, das ist instanziert. Du musst mich in eine Gruppe einladen oder so. In eine Gruppe? Geht oder das? Team vielleicht? Ins Team, warte, das probiere ich mal. Ich mache mal Social, Friends, Fleischhammer. Gruppe, hier in ist Invite to Group, habe ich gemacht. So. Bin schon joined the group. Ja, würde ich gerne. Bin in einer Gruppe. Ich habe dich eingeladen. Hier, Freunde. Ja. Wo ist denn die Einladung? Wo landet die Einladung? Das Posteingang? Ist eine sehr gute Frage. Ich habe einfach deinen Namen in der Freundesliste rechts geklickt und dann habe ich dich eingeladen. Hier steht doch, hatte ich einen. Achso, ach ja, mit rechts. Jetzt sind wir in der Gruppe. Alles klar. So. Mhm. Hallo, Fleischer mal. Jetzt lass uns mal hier reingehen. Ja, da ist es. Jetzt siehst du es. Gucken, jetzt können wir mal hochfliegen. Ich mache mal kurz die Gravitation aus. Das muss ich dir aber noch Rechte geben für das Raumschiff, ne? Ich glaube ja. Hm. Hey, oder? Wie? Nee. Geht? Sitzen. Ah, weil wir eine Gruppe sind. Das ist ja geil. Hast du Angst? Ja. Was ist denn das? Du hast dich gefropft, oder? Ja. Kann ich mich auch fropfen? Römer? Nee. Brauchen wir noch einen zweiten Anfropfpunkt? Haben wir einen Fropfer? Einen zweiten? Weiß ich nicht. Ich glaube, also, ich habe keinen zweiten Fropfer. Wie macht man so einen Fropfer? Na, wie heißt das Ding jetzt eigentlich in Wirklichkeit? Ich glaube, die Fachsprache ist Fropfer. Ja. In Generator auf jeden Fall nicht. Fropfer. Schwer zu sagen. Ja, wie kann man das sehen, wie das Modul heißt? Wenn man es anguckt und U drückt, müsste man nicht dann sehen, wie die Kiste heißt? Das will ich auch noch rausfinden. Wie kann man rausfinden, wie heißt das Ding? Pilot Share, Pilot Shared Stand. Aber das kann es nicht sein. Material Data Error. Das ist schon mal gut. Error ist schon mal gut. Ah, jetzt steht hier was. Heal State. Und wo steht das? Wie heißt das Item? Sharing Error. Der sollte bei den Basic-Teilen sein. Ressourcenbrücke heißt das Ding? Also irgendwas mit Bridge, wa? Propfer klingt aber ist doch der Fachterminus. Ich finde das viel besser, ja. Okay, wollen wir dann gucken wir mal bei H und gucken mal nach was? Ressourcenbrücke heißt im Englischen. Willst du irgendwas mit Bridge? Ah, Bridge, ich hab's. Ja, ich seh's. Was fehlt uns dazu? Ich brauche nur eine. Eine Benchcraft. Ja, ich mach eine, warte. Mach schnell einen Propfer. Wir haben jetzt noch 375 Sekunden, bevor mein Raumschiff hier despawnt. Schon fertig? Das ist ja auch halb drin. Jetzt mach das. Moment, ich mache einen zweiten Propfer, damit du auch einen eigenen Propfer hast. So, sehr gut. Inventory. Jetzt muss ich nochmal I.
Opfer ins Inventar, die komische Armlehne, die ich mal testweise hergestellt habe. Willst du eine Armlehne haben? So einfach nur ein bisschen für die Gemütlichkeit. Na klar. Will ich dann noch eine Armlehne dran bauen? So, dann kriegst du jetzt erstmal einen Fropfer. Die Nichtsteuerung kannst du mir geben. Den Fropfer mache ich dir. Hinternsitz, Mama. Hinternsitz? Hm? Okay, warte. Na, du bist jetzt draußen. Fropfer jetzt. Er fropft nicht. Ich mache ihn hier hinten. Du hast die Instanz verlassen. Was? Du bist raus aus der Instanz, oder? Ne, ich sehe dich. Nee, okay. Nimm mir. Aber mach den. Halb an der Decke. Das Schiff hängt so ein bisschen raus. Nicht, dass es da liegt. So, warte, ich niete kurz fest. Niete. Geht hier nicht. Wahrscheinlich, weil wir in dem Ding sind. Okay, warte, ich sammle es wieder ein. Müssen wir dann. Ich mach dir draußen einen Fropfer dran. Ich weiß jetzt, wie es geht. Okay, wollen wir uns das Aktionshaus angucken oder fliegen wir raus? Wir fliegen raus. Wir fliegen raus. Aus dem Baumodus raus. Okay, bereit? Sitzt du? Ja, du sitzt. Geht los. Oha. Das ist ja geil. Hast du Angst? Das ist ja richtig gut. Ist das gut synchronisiert? Also jetzt sind gerade so ein Ruckler beim Verlassen? Ja, also gefühlt ist das super synchronisiert. Okay. Ich hab nur eben mal kurz Rubberbanding, jetzt nicht mehr, jetzt gibt's ja auch nicht. Jetzt okay, jetzt mache ich hier kurz aus und den lasse ich an. So, jetzt versuche ich den Fropfer zu montieren. Du müsstest dich auch, du schwebst bei mir weg. Du bist bei mir nicht mehr im Raumschiff, kann das sein? Also ich bin noch dran. Jetzt. Ah, jetzt da ist er. Das ist schwierig. Oh Gott. Hallo. Was ist gerade kaputt? Oh Welcome Gott, to Early Access. Drück mal F. Okay, es hat sich beruhigt. Geht's dir gut? Oh, du. Kannst übrigens auch kotzen. Hast du das mal ausprobiert? Kotzt der Schrauben. Musst mal Enter machen in Chat. Und dann auf dieses Männchen, was da in diesem Symbol ist. Und da gibt es den Befehl Puke. Oder kannst auch in Chat eingeben. / Puke. Okay. Gut. Ja, ich fand's witzig. Jetzt natürlich nicht so sinnvoll oder irgendwie mit. Nee, mit Funktion belegt. Oh, es fropfe da an. Warte mal, ich mach den hinter den Sitz. Oh, ich stehe zu weit weg. So, habe ich da gesetzt. Muss ich nur noch vernieten. Es war doch eben grün. Ich hab's doch eben gesehen. Ah, der sitzt zu hoch. So, jetzt. Jetzt geht's. Ah, jetzt. Halten. Okay, Nieten sind fest. Kannst du dich anfropfen? Teste. Ja. Ja, nice. So. Und jetzt? Auf zu den Abenteuern, oder wie? Ja. Also, es war eine schwierige Geburt, muss man sagen. Hast du jetzt die... Hast du deine Ebene ausgerichtet gegen die Wand? Genau. Das ist super. Also mir wird da immer so ein bisschen schlecht, wenn du so auf der Seite stehst. Ich kann dich einfach mal... Eigentlich musst du einfach nur... Du bist vorne. So sieht's aus. Ja, ja, ja. Da, wo du bist... Immer da, der Nase nach, ne? Ja. Ja. Alles klar. Gut. Wir sind fertig zum Fropfen. Wir haben den Fropfler montiert. Fleischhammer ist dabei. Wir haben einen Sitz montiert mit leichten Startschwierigkeiten wegen so einem kleinen Crash. Kann passieren im Moment. Ist Early Access, aber bisher muss man sagen... ich glaube, wir hatten bis dato keinen Absturz, ne? Also bis heute zum ersten Mal so ein kleiner... Ja, heute zum ersten Mal, genau. Ja. Aber die Entwickler sind fleißig dabei und patchen. Mir hat es sehr gut gefallen, Herr Fleischer. Ich würde sagen, nächste Folge sehen wir uns wieder beim Ressourcenfarmen irgendwie oder farmen einfach da. Und dann gucken wir mal, ob wir spezielle Ressourcen finden. Freue ich mich schon drauf. Bis dahin. Tschüss. Ja, da sind wir doch nochmal kurz. Kleine Korrektur zu eben dem Fropfler. Wir haben den hier vorne montiert. Das funktioniert natürlich nicht. Der muss auf so einem sogenannten Hardpoint montiert sein. Das sind diese weißen Vierecke, die sind mit dem System des Schiffs verbunden. Jetzt haben wir den hier hinten, war noch einer frei am Schiff, da haben wir den verbunden. Jetzt kann der Fleischer mal auch Ressourcen einsammeln. Endlich aufropfen. Also, nochmal, bis zur nächsten Folge, wenn wir den Fropfler nutzen. Bis dahin. Tschüss.